Nikolai Davidenko bei uns. Nikolai, du bist seit 2-3 Tagen hier. Wie sind deine Eindrücke vom blauen Sand? Also ich habe schon ein paar Mal trainiert, war interessant, neue Farbe. Also ich fühle, keine Ahnung, Unterschied ist zwischen letztes Jahr und dieses Jahr ein bisschen vielleicht Geschwindigkeit ist schneller und flacher, aber sonst nur Farbe im Moment. Aber du könntest dir vorstellen, dass das öfter passiert oder dass es mehr Turniere mit blauem Sand gibt oder denkst du jetzt einmal und dann sollten wir wieder auf rotem Sand spielen? Ja, ich hoffe, wir spielen nur hier auf blauem Sand, weil sonst schon lange schon gespielt nur auf rotem Sand und ich glaube, mit anderen Turnieren nie irgendjemand wechseln, weil es zu viel kosten wird. Ja? Denkst du, dass gewisse Spieler einen Vorteil haben oder dass sich die Taktik in gewisser Weise ändert oder ist es zu spielen wie auf normaler Asche? Ich meine, die Top 10 Spieler wird sowieso gleich spielen wie auf roten, wie auf blau oder auf grüne Sand. Es ist egal, welche Farbe wird. Also ich finde, das ist wichtiger, wie du spielst und das ist egal, auf welcher Belang ist. Nikolai, super. Vielen, vielen Dank. Ja.